Es gibt ja nur neue Maskenregeln ab dem 1. Juni. Haben Sie da noch einen Überblick oder ist das chaotisch? Überblick, ich meine, in Geöffis verstehe ich es. Aber in Handel oder so, verstehe ich es nicht ganz. Ja, also schon im Großen und Ganzen. Also es, ich meine, jetzt weiß ich halt einfach so, ab 1. Juni mal vorübergehend alle ausgesetzt und dann warte ich einfach auf Neues. Außer in Wien, da gibt es ja wieder Sonderregel, da gibt es in den Öffis Maskenpflicht. Wie finden Sie das? Also das finde ich eigentlich ist sehr sinnvoll, einfach weil in den Öffis ist es nun mal sehr überfüllt manchmal. Und da finde ich, macht es durchaus Sinn, da auch die Maskenpflicht weiter zu behalten. Also ich glaube, dass außer in Apotheken, in Krankenhäusern und Pflegeheimen keine Maskenpflicht mehr ist, außer beim Herrn Ludwig, dem Bürgermeister von Wien, der macht es noch ein bisschen strenger, weil halt in Wien als Großstadt mehr Ballungsmöglichkeiten sind und Enge der Menschen. Und das verstehe ich auch. Aber eigentlich kann man sie, glaube ich, vergessen jetzt. Über den Sommer zumindest. Ja, für Wien ist praktisch nicht viel, ändert sich nicht viel, weil die öffentlichen Verkehrsmittel bleiben gleich mit der Maske. Ne? Also wird man sehen, ob sie sich noch bessert. Aber wie gesagt, ich würde sowieso in der Straßenbahn, wenn viele Leute sind, die Maske nehmen, auch wenn es nicht mehr notwendig ist. Zu meinem eigenen Schutz praktisch. Ne? Wie finden Sie denn den Wiener Sonderweg, den es jetzt gibt? Mal wieder. Mal wieder. Da will ich gar nichts sagen dazu, ist gescheiter. Es bringt eh nichts. Eine Frage noch, vielleicht generell Ihre Meinung zur Corona-Politik von der Regierung, aber auch von Wien. Ja, die wissen ja selber nicht mehr, was dann. Wer will nicht mehr sagen? Ja, ich weiß. Wahrscheinlich, weil in Wien doch sehr viele Leute zusammenkommen, verschiedener Nationalität und alles. Also ist eine Sicherheit, muss ich schon sagen. Verstehe ich. Eine Frage noch, sind Sie generell zufrieden oder unzufrieden mit der aktuellen Corona-Politik der Regierung? Dazu habe ich zu wenig Übersicht für das Ganze. Also, ich muss das nehmen, was Sie sagen und was berichtet wird. Das ist halt dann das Einzige, wo man sagt, okay, Sie werden schon wissen, was machen. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Und dass die Maskenpflicht im Supermarkt fällt, wie finden Sie das? Ich sage mal so, dass dem stehe ich persönlich relativ frei gegenüber. Also ich persönlich werde weiterhin im Supermarkt eine Maske tragen, aber ich finde das jetzt nicht so wichtig, zugegebenermaßen. Sind Sie generell zufrieden mit der aktuellen Corona-Politik? Nein, es ist halt sehr, sehr viel hin und her überall immer und man einfach sehr viel Neues und dann wieder so und so. Also es ist sehr unübersichtlich teilweise. Also Sie vermissen eine klare Linie? Das auf jeden Fall, ja. Wie finden Sie denn den Wiener Sonderweg? Sie haben es ein bisschen durchklingen lassen schon. Ich glaube, dass das verantwortungsvoll ist in einer Großstadt, wo die Leute auf Tuchfühlung sind. Ich lebe am Land, da bin ich mit Bäumen meistens nur benachbart und da braucht man das nicht mehr. Aber in der Stadt, in Öffis und so weiter, verstehe ich schon die Notwendigkeit. Wie zufrieden sind Sie denn generell mit der aktuellen Corona-Politik? Naja. Das kann man nicht in einem Satz beantworten. Das ist ein Teil von der aktuellen Politik und die ist wirklich zum Genieren. Es ist nur mehr Korruption, Lüge, Machterhalt, schrecklich. Also die Politik finde ich in jeder Hinsicht schrecklich, die aktuelle, und die Corona-Politik gehört dazu. Aber ja, man kann nur hoffen, dass es besser wird.